Jo, Hallöchen, wir sind zurück hier bei unseren Dinos in unserem Park und ich würde sagen, wir werden natürlich erstmal dieses amphibische Angriff-Event zocken. Das ist natürlich ein boosted Event, von daher würde ich sagen, checken wir hier einfach mal die Lage. Ich weiß es nicht, wird's was oder wird's nicht, das kann natürlich nach hinten losgehen. Wir können uns hier natürlich erstmal nochmal ein paar Booster aussuchen, die wir mitnehmen wollen. Was ist das für einer? Nimm deinem Gegner einen Blockpunkt weg, okay, was haben wir hier? Nimm deinem Gegner zwei Reservepunkte weg. Das machen wir natürlich auch. Ne, dann nehmen wir lieber Ditte. Und was haben wir hier noch? Verteidige in der nächsten Runde einen extra Reservepunkt. Maximal 4. Okay. Und was haben wir hier noch? Zwei Punkte zum Block hinzufügen. Die werden wir natürlich zufügen. Dann haben wir die erstmal hier am Start und können natürlich erstmal, wie wir wollen, in den Kampf gehen. Ich meine, klar, das wird auf jeden Fall nicht so leicht für uns. Ich meine, wenn wir hier die Gegner sehen, seht ihr natürlich auf Anhieb. Halleluja. Das wird ein richtig kranker Fight. Von daher würde ich sagen, checken wir den Kampf erstmal ab. Lassen uns einfach mal überraschen, was hier am Ende so geht. Also wie gesagt, ich bin gespannt und bin euch ganz schön aufgeregt, muss ich sagen. So, was machen wir dann? Wir nehmen erstmal einen Schlag mit in die nächste Runde. Zwei Schläge hat der Gegner. Greift er an, lässt das sein. Der greift erstmal mit zwei an. Gut, okay. Dann würde ich sagen, werden wir erstmal den hier nehmen. Und dann würde ich sagen, hauen wir hier eins, zwei, drei Schläge ruf, kloppen den natürlich weg und haben jetzt eigentlich ganz gute Karten. Also wie gesagt, müssen wir mal gucken, wie jetzt weiter, was macht der Gegner jetzt. Ich hoffe natürlich, der geht davon aus, weil der geht ja auch von ja nicht aus, oder? Mit ihm blockt, mit ihm greift er an, das heißt natürlich, einen Schlag hat er noch. So, alles klar, jetzt haben wir vier Schläge. Reicht es mit drei anzugreifen? Eins, zwei. So, dann greifen wir mit alle vier an. Oh, den wollte ich eigentlich noch nehmen. Das war eine bittere Kiste. Das war ein bisschen doof, aber ist egal. Den Gegner haben wir erstmal weg hier kloppt. Müssen jetzt natürlich warten. Wie jetzt weiter? Was macht der Gegner jetzt? Drei Schläge hat er. Mit zwei da rufte. Das heißt natürlich, einen Schlag kann er noch blocken, wenn er wollte. So, dann würde ich sagen, wenn wir den jetzt einsetzen, dann ziehen wir dem Gegner erstmal was ab. Okay, der hat eh nie blockt. Von daher könnten wir eigentlich rufieren, würde ich sagen. Mit alle Viere. Müssen uns damit den Sieg holen und haben dann am Ende auf alle Fälle alle soweit richtig gemacht. Richtig geile Sache. Richtig fette Ding. Trotzdem, ich sagen muss, ich ärgere mich ein bisschen. Ich hätte eventuell die letzte Attacke ja nicht mehr reißen brauchen. Das hätten wir auch so geschafft. Aber wie ihr sagt, ist egal. Jetzt ist es so, wie es ist. Die DNS sammeln wir natürlich erstmal ein. Der erste Kampf hier in unserem Booster-Amphibien-Angriff-Event haben wir natürlich super absolviert. Von daher müssen wir jetzt natürlich gucken, wie wir hier weiter agieren. Ich meine, klar, leichter wird es auf alle Fälle nicht. Von daher müssen wir natürlich weitere Dinos hier aufbauen. Der Tropiogopterus wäre natürlich eine Option. Von daher würde ich mal sagen, gehen wir hier mal in unseren Markt auf unsere Kreuzung und gucken einfach mal der Tropiogopterus. Wir haben auch 7100 ein bisschen. Aber ich glaube, das wäre sinnvoll, wenn wir den hier uns noch ein paar Mal holen. Das Doofe ist natürlich, mir fällt gerade ein, was machen wir hier? Ich würde sagen, die beschleunigen wir erstmal. So, sammeln die natürlich erstmal ein, weil ich habe natürlich noch ein bisschen was anderes vor, muss mir hier natürlich, relativ schnell, beziehungsweise muss ich eigentlich den Finger ziehen, um natürlich am Ende das Event hier noch irgendwie mitmachen zu können. Aus dem Grund will ich die natürlich erstmal alle aufpimpen, benötige natürlich dafür auch meine Dino-Dollar, um die natürlich schneller, abzuschließen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich denke, das ist sinnvoll. Aus dem Grund machen wir das natürlich auch erstmal. Pimpen den Zungareptirus natürlich auch erstmal auf. Okay, haben den jetzt eben mal auf
10, eben auf 20, eben auf 30. Das heißt natürlich, den können wir bis auf Level Nummer 40 pimpen. Das ist natürlich auch cool für uns. Aus dem Grund würde ich sagen, werden wir hier natürlich erstmal nochmal reingehen, brüten den natürlich erstmal nochmal aus und werden dann natürlich die nächsten ausbrüten. Ich weiß natürlich noch nicht, für wen wir uns da entscheiden, aber ich denke, uns fällt da auf jeden Fall ein bisschen was zu ein. Also wie gesagt, da brauchen wir uns keine Platte machen. So, dann haben wir den Sungarepterus erstmal auf Stufe 10, können ihn jetzt bis auf 40 pimpen, also wie gesagt, den müssen wir uns auf jeden Fall merken, den müssen wir pimpen und dann haben wir hier natürlich auch noch irgendwo einen Flugsaurier gehabt, wo hatten wir den? Keine Ahnung, habe ich jetzt ja gerade nicht so wirklich einen Überblick. Zunga, okay. Der Tropeogenatus, Alanka, okay, der Tapejara, den könnten wir natürlich auch noch pimpen, wie ihr seht. Also von daher haben wir natürlich mehrere Optionen, werden dann natürlich auch auf jeden Fall Action machen. Aber wie ihr sagt, ich hole mir jetzt natürlich erstmal den nächsten Dino, die nächste Kreuzung. Und zwar holen wir uns hier, wir machen einfach mal Nägel mit Köpfen. Wir holen uns jetzt dreimal den Tropeogopterus. Da scheiße ich jetzt drauf auf meine DNS. Ich meine, die habe ich lange genug gesammelt. Und jetzt will ich die natürlich erstmal auf den Kopf kloppen, weil ich denke, das ist eine sehr sinnvolle Sache, sich den zu holen. Weil ich muss natürlich irgendwie einen starken Flugsaurier am Start haben. Von daher legen wir damit erstmal los. Haben hier erstmal alles richtig gemacht. Und könnten jetzt natürlich gucken, was wir hier noch so machen können. Ich meine, hier in unserem Park haben wir eigentlich soweit alles erledigt. Könnten hier vielleicht nochmal am Rad drehen, gucken, was hier so geht. Oh, das wird auf jeden Fall Glamour, was? Dann sammeln wir den natürlich erstmal ein, den Tyrannodon. Werden den natürlich weiter pimpen, platzieren den erstmal, sammeln die XPs ein, pimpen den jetzt bis auf Stufe Nummer 20 und werden den dann natürlich gleich nochmal weiterentwickeln. Also ich denke, das ist sinnvoll, das ist wichtig für uns und unser Team. Von daher legen wir damit los, haben dann das erstmal soweit erledigt. Könnten, wie gesagt, nochmal in den Kampf gehen, aber ich denke, hier müssen wir natürlich erstmal warten, bis hier am Ende was bei rauskommt. Alter, jetzt müssen wir schon zwei Amphibien mitnehmen. Huha. Das ist natürlich auch mies. Müssen wir natürlich auch gucken, was wir da am besten machen. Den Sarkosuchus und den Kulasaurus. Aber ich glaube, dann haben wir absolut beschissene Karten. Also da müssen wir auf jeden Fall noch irgendwie den Flugsaurier mit integrieren. Unseren Tyrannodon, wenn der dann auf Stufe Nummer 40 ist. Also ich glaube, eine andere Chance haben wir hier nicht. Hier müssen wir natürlich beim Showdown auch noch eine ganze Weile warten. Ich meine, klar, wenn ihr seht, was das für Gegner sind, was die hier für Lebenspunkte haben, das ist natürlich mega krank, von daher müssen wir hier natürlich auch noch ein bisschen was machen, müssen uns hier natürlich auch noch ein paar Flugsaurier weiter aufbauen, also ihr seht natürlich, wir haben zwei auf Level Nummer 30 am Start, aber wie gesagt, die brauchen wir schon noch 40, um da irgendwie eine Chance zu haben, von daher würde ich sagen, werden wir da auf jeden Fall weiter Bambule machen, ich meine, eigentlich haben wir ja eigentlich schon einen guten Start geleistet, und zwar seht ihr natürlich selbst der Tapejara, den können wir bis auf 40 pimpen, und unseren Zungarepterus natürlich auch. Von daher denke ich, es sind natürlich wieder mal optimal für uns. Also ich meine, da haben wir auf jeden Fall alle soweit richtig gemacht. Ich bin auf jeden Fall froh darüber. Von daher würde ich mich für heute erstmal wieder verabschieden. Wir sind durch. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.